Herzlich willkommen zu dem Vortrag. Es geht um die Ursache all unserer Leiden, um die eine einzige Ursache und auch um eine Lösung. Mein Name ist Doris Elisabeth und ich möchte am Beginn gern dazu sagen, ich bin jetzt keine Ärztin, keine Therapeutin und ich habe auch keine Ausbildung, die jetzt in diesem System gültig ist. Aber heute wird es auch nicht darum gehen, auf die Symptomebene zu schauen, wo wir Wissen brauchen, Ausbildungen und Fortbildungen, wo Experten gebraucht werden für einzelne Gebiete, Bereiche, sondern wir gehen heute tiefer und schauen zur Ursache. Und das ist nichts Kompliziertes, sondern da lade ich euch ein, mit mir gemeinsam hinzuschauen, was das Leben ist. Und wenn wir da hinschauen, dann möchte ich euch auch bitten, dass ihr mir vielleicht nicht mit dem Verstand zuhört, weil da könnte sein, dass ich tatsächlich zu wenig Informationen dafür habe, sondern dass wir gemeinsam hinschauen, was auf Herzensebene da ist, was Leben ausmacht, denn in Zukunft werden wir auch dort hinschauen dürfen, weil anders geht's nicht weiter. Wenn wir den Mut nicht haben, da hinzuschauen, dann werden wir weiterhin orientierungslos sein und nicht wissen, was mit uns los ist. Und ich schaue da ganz einfach auch in der Natur, wir können das überall sehen, worauf das Leben basiert. Und Leben basiert auf nur zwei Prinzipien. Und es ist einmal die Bewegung wohin und die Bewegung von etwas weg. Und wir können diese zwei Bewegungen überall sehen. In jedem Organismus, in der kleinsten Zelle. Ich würde an der Stelle da jetzt gern was malen wollen, damit es ein bisschen greifbarer wird. Das ist Leben und es gibt, wie schon erwähnt, diese zwei Bewegungen. Auf etwas zu, was mir gut tut. Und von etwas weg, was mir nicht gut tut. Und das kann jeder sehen, das sehen wir überall in der Natur, auch bei uns Menschen. Und wenn wir uns das anschauen, die extremste Form der Bewegung, wohin, das ist bei uns auf der physischen Ebene die körperliche Verschmelzung, der Wunsch da mit jemandem in Verbindung, in die Verschmelzung zu gehen, ein Kind zur Welt zu bringen und die Familie zu gründen. Und die andere Bewegung von etwas weg, was mir nicht gut tut, was Gefahr droht. Und da verteidigen wir uns im Extremfall auch unser Leben. Das geht bis zum Tod. Und beide Bewegungen beinhalten, dass Leben hervorgeht. Und wenn diese beiden Bewegungen in uns vollständig gelebt werden dürfen, dann fließt in uns auch das Leben, unsere Lebensenergie. Wo wir als Gesellschaft heute stattfinden, das ist genau da dazwischen. Die Gesellschaft hält es nicht aus, dass wir diese beiden Bewegungen blockadenfrei ausleben. Wir finden hier statt. Und das System, die Gesellschaft bietet uns auch alles Mögliche an, um zu kompensieren. Denn wir spüren in uns, dass wir nicht vollständig im Leben sind. Wir spüren, dass da was fehlt.
Kinder würden diese beiden Bewegungen noch vollständig kommunizieren. Aber wir als Gesellschaft halten das auch nicht aus. Und wir schaffen das, dass wir die Kinder dann auch da hineinholen und sie anpassen und ihnen dann auch Möglichkeiten bieten, zu kompensieren, indem wir ihnen Computerspiele geben, ja, sie auch in die Schule schicken, mögliche Freizeitangebote nutzen. Wenn wir heute nicht lernen, diese beiden Bewegungen vollständig in uns zu integrieren, dann werden wir weiterhin auf dieser Seite Vergewaltigung, Missbrauch und Pädophilie haben. Denn das sind die Auswirkungen einer verzerrten Energie, die wir in dieser Bewegung des vollständigen Kontakts und Verschmelzung und Austausch nicht leben können. Und genauso auch auf dieser Seite, wenn wir nicht klar kommunizieren, was uns gut tut oder nicht gut tut, dann zeigt sich das auf der Oberfläche in einer verzerrten Form und wir werden weiterhin Streit, Konflikte haben und im Außen Kriege sehen. Diese Ebene ist unsere Beziehungsebene. Es ist die Ebene des Herzens. Und damit verbunden sind zwei Emotionen, zwei Kernemotionen, die in uns auftauchen, wenn wir diese beiden Bewegungen nicht vollständig ausleben, kommunizieren. Und zwar ist es die Traurigkeit und die Wut. Trauer und Wut kommt zum Ausdruck, wenn wir diese Bedürfnisse in uns nicht leben können. Es ist die erste Schicht darüber, die sich manifestiert. Und mehr an Emotionen gibt es nicht. Alles andere lagert sich darüber auf. Im Kern sind das die beiden Emotionen. Das bedeutet auch, dass für unseren Körper, für unsere Biologie es nicht geht, wenn wir in der Kindheit erleben, dass wir nicht so sein können, wie wir sind und unsere Bedürfnisse nicht voll leben können. Und warum das so ist, das hat biologische Gründe. Das finden wir in unserer Biologie. Und es gibt auch eine Erklärung, wie wir aus Sicht der Evolution zu dieser Biologie gekommen sind, die wir heute haben. Und ich möchte an der Stelle gerne das Stichwort Polyvagaltheorie erwähnen von Stephen Borges. Er ist ein Neurophysiologe und in seinem Buch Die Polyvagaltheorie finden wir die Neurophysiologie unseres Nervensystems. Und polyvagal, dieser Name weist darauf hin, dass wir zwei Vagusschaltkreise in unserem Nervensystem haben. Wie gesagt, es geht für unsere Körper nicht, dass wir nicht liebevoll in einem liebevollen Umfeld aufwachsen. Das ist Stress im Körper des Kindes und der entsteht, wenn diese beiden Bewegungen nicht blockadenfrei kommuniziert werden können. Und dieser Stress im Körper erzeugt eine Dysregulation im Nervensystem, der bis heute in uns noch anhält. Und das, was in der Kindheit passiert, da gibt es auch einen Ausdruck und mir wäre wichtig, den hier mitzugeben euch, denn es ist in der Gesellschaft so nicht bekannt, oder weniger bekannt. Wenn diese Bewegungen ausgespart werden, wir das nicht leben dürfen, dann nennen wir das Bindungs- und Entwicklungstrauma.
Und es fehlt ein bisschen die Zeit, da jetzt näher drauf einzugehen. Aber Bindungs- und Entwicklungstraumen, die gehen über einen langen Zeitraum. Sie beginnen bereits vorgeburtlich. Und diese Herausforderung dabei ist, dass nämlich das eine in der Zeit passiert, in der das Nervensystem sich gerade ausbildet. Denn das Nervensystem bildet sich erfahrungsabhängig aus. Es ist nicht fertig ausgebildet, wenn so ein Säugling auf die Welt kommt. Und alle Erfahrungen, die er macht in diesem Familienverband, in Bezug auf diesen beiden Bewegungen, das wird im Nervensystem gespeichert. Und es ist da wichtig zu verstehen, das ist nicht nur eine Idee, sondern das ist eine physische Verdrahtung. Also das bedeutet, wir werden dann das. Und daher tun wir, ist es für uns heute ein bisschen schwierig, das nachzuvollziehen, dass wir erkennen, dass wir traumatisiert sind. Weil wenn wir zurückschauen, dann werden wir sagen, ich habe eine gute Kindheit gehabt, das ist, war nichts Schlimmes. Aber wir haben nie was anderes kennengelernt als das, was wir in der Familie vorgefunden haben. Und es ist tatsächlich so, dass es nicht darum geht, eine Anamnese durchzuführen, sondern wirklich nur mehr zu schauen, wer ist in welchem Ausmaß traumatisiert. Um vielleicht kurz da ein Beispiel zu geben, wenn jemand in der Kindheit ein Bedürfnis nicht voll leben kann, sich das Bedürfnis aber dann holt durch die Wut und dann erlebt, dass Wut auch nicht da sein darf, dann wird so jemand, um die Verbindung zu der Bezugsperson nicht zu verlieren, alles tun und alles machen, diese Wut wegdrücken und sich richten, wie das Gegenüber mich haben möchte als Kind. Und so jemand lernt dann nie die Kompetenzen, seine eigenen Anliegen auch nach außen zu tragen, weil er im Nervensystem verschaltet hat, dass es sicherer ist, nichts von sich zu sagen, das zu tun, was andere an mich herantragen, und dass es sicherer ist, das zu tun, was andere mir sagen. Und so jemand kann als Erwachsener auch das niemals in seine Realität holen, weil das im Nervensystem noch nie in Erfahrung gebracht wurde, wie das geht. Weil was verschaltet ist, ist, wenn ich Wut zeige, meine Grenzen aufzeige, dann wird's gefährlich. Und daher mache ich das nicht. Und so jemand, der seine Wut nie zum Ausdruck bringen darf, und ich meine da jetzt nicht als eine Handlung, sondern als Kommunikation, dass es bisher geht und nicht weiter, mit dem kann man machen, was man möchte. Der weiß nicht, was er möchte, der weiß nicht, wie das Leben funktioniert, der weiß auch nicht, welche Interessen er hat. Genau, und das ist so ein kurzer Überblick, was mit uns los ist, wo das beginnt. Also es beginnt in der Kindheit und wir nennen das Bindungs- und Entwicklungstrauma. Ich habe da ein Buch mitgebracht, den Vagus-Schlüssel zur Traumaheilung. Und in dem Buch steht ganz klar noch einmal aufgeschrieben, was mit uns los ist, und geht auf diese Bindungs- und Entwicklungsthematik ein. Das kann man da gut nachlesen und nachvollziehen. Wenn das jetzt so in der Kindheit passiert, dann sind es in uns Energien, die wir zwar wegdrücken, aber die nicht weg sind. Es sind Teile unserer Lebensenergie und Leben können wir nicht unterdrücken. Also versucht dieser kleine kindliche Organismus eine Notlösung, eine passende Strategie zu entwickeln, um damit umzugehen.
Und was wir alle gemacht haben, wir haben diese nicht frei kommunizierbare, lebbare Lebensenergie einfach verschoben auf andere Ebenen. Also diese Ebene ist unsere Beziehungsebene, das habe ich schon erwähnt. Und die beiden Emotionen tauchen auch nur auf in einer Beziehung. Und vielleicht habt ihr das auch schon erlebt oder vielleicht auch schon wahrgenommen. Die tauchen nur auf im Miteinander, im zwischenmenschlichen Miteinander. Und ich schreibe da vorne dazu die Ebene der Emotionen. Und ich habe vorher gesagt, wenn das nicht frei fließen kann, da, dass wir zum Ausdruck bringen, welche Bedürfnisse wir haben in diese beiden Bewegungen, dann verschieben wir. Wir können das verschieben und wir können es eine Ebene drunter verschieben in den Körper. Und dann zeigt sich dort Krankheiten und Symptome zum Beispiel. Weil das sind dann Lebensenergien, die sich verschieben, die nicht frei fließen, die verzerrt auf die Oberfläche kommen, sich den Weg selber suchen und auf der Oberfläche zeigen sich dann alles, was wir finden an Symptomen oder was in uns Leiden verursacht. Und es muss nicht nur ein körperliches Symptom sein, das kann auch ein Beziehungsproblem sein, ein Kaufrausch, das kann eine Allergie sein. Alles Mögliche, was da auftaucht. Aber die Basis, was das alles nährt, ist, dass auf der Beziehungsebene unser Austausch nicht vollständig stattfinden kann. Ausgelöst durch nicht liebevolle Erfahrungen in der Kindheit, im Beziehungskontext. Was es noch gibt, dass wir dies auf die Ebene drüber verschieben, und das ist unser Verstand, also im mentalen Bereich. Und dann finden wir da Menschen, die ganze Zeit beschäftigt sind und sich darüber Gedanken machen, ob die Erde rund ist oder flach ist, ob es einen Klimawandel gibt, wie hoch die Steuern sind. Oder man nimmt einen Beruf, der im technischen Bereich ist. Das sind alles so Abwehrstrategien, die man nutzen kann, um nicht ins Spüren, ins Fühlen zu gehen, was auf der Ebene in uns nicht kommuniziert wird. Eigentlich wollte ich ein M machen für mentale Ebene. Ja, und das sind in uns die drei Ebenen, auf die wir dann das alles aufteilen. Und dann ist es uns nicht ganz so bewusst, wir spüren das dann nicht so, dass in uns eigentlich was nicht kohärent ist. Und ich würde jetzt gerne an der Stelle übergehen zu der Lösung, die es gibt. Und die Lösung, die ich euch da mitgeben möchte, ist das ehrliche Mitteilen nach Gopal. Ich habe vorher das Buch schon erwähnt, das heißt der Vagusschlüssel zur Traumaheilung, wie ehrliches Mitteilen das Nervensystem reguliert. Und es geht darum, dass wir diese beiden Bewegungen in uns wieder vollständig kommunizieren und dann aktualisieren wir in uns das Nervensystem, indem wir ihm eine neue Erfahrung geben. Und das ist so dieser Zusammenhang, den wir so nie hören. Und es wäre eigentlich was ganz Einfaches. Das ehrliche Mitteilen nach Gopal ist jetzt eben eine Kommunikationsform, die uns wieder hilft, dass wir in den vollkommenen, vollständigen Austausch zu unseren Mitmenschen kommen, aber auch zu unseren eigenen weggedrückten Anteilen, die wir seit der Kindheit nicht leben durften. Und was wir alle machen ist, wir gehen Gesprächstherapien, wir sprechen ja miteinander,
Viele werden sagen, ja, ich tausche mich eh ehrlich mit oder aus. Aber wenn das funktioniert hätte, dann wären wir alle bereits fröhlich, hätten keine Krankheiten mehr und es wäre alles in Ordnung. Bei dieser Kommunikationsform geht es darum, dass wir uns mitteilen, genau auf diesen drei Ebenen. Und damit uns das gelingt, gibt es spezielle Satzanfänge dafür. Und das ist für den Verstand ein bisschen seltsam, weil wir nicht gewohnt sind, so zu sprechen. Weil was wir machen, wir vermischen diese Ebene und erzählen uns Geschichten. Und die Satzanfänge dienen dazu, dass wir präzise diese drei Ebenen benennen. Und dann wäre der Satzanfang auf der körperlichen Ebene, ich spüre. Ich spüre eine leichte Aufregung. Ich spüre eine Verspannung. Nur diese kurzen Sätze. Auf der Ebene der Emotionen würde das dann heißen, ich fühle Trauer, Wut, Zorn, Freude, Neugierde. Und wenn wir unsere Gedanken mitteilen, dann wäre da der Satzanfang, in meinem Kopf ist der Gedanke, das. Oder mein Kopf denkt, das. Ihr mir jetzt aufmerksam zuhört. Das ist etwas, was wir in einem sicheren Rahmen üben und passiert in einer Gruppe. Es ist ein Gruppenprozess, also mindestens zwei Menschen bis zu sechs. Und jeder Teilnehmer in der Gruppe bekommt eine Redezeit. Also anfangs 5 Minuten, dann 10 Minuten, aber 10 Minuten ist so das Maximum. Und dann teilt sich jeder mit auf diese drei Ebenen. Und dann kommt der Nächste dran und der Nächste. Und diese Satzanfänge dienen auch dazu, dass das jeder für sich machen kann, eigenverantwortlich. Es braucht dazu keinen Therapeuten oder niemanden, der das anleitet. Somit ist das ein autonomer Prozess, das jeder machen kann. Und diese Satzanfänge, die dienen auch dazu, dass wir nach und nach realisieren können, dass wir das, was wir mitteilen von uns, diese Zustände, dass wir das nicht sein können, sondern dass wir das sind, was dahinter etwas Größeres, was das wahrnimmt. Wichtig dabei zu erwähnen ist auch noch, dass wir, wenn wir das machen in einer Gruppe, dass wir nicht unsere Grenze überschreiten müssen. Das heißt, wenn wir den Gedanken in uns haben, dass ich jetzt da sitze und diesen Prozess mache, aber ich möchte nichts von mir mitteilen, dass ich das dann mitteile, diese Grenze, und sie nicht überschreite. Weil das machen wir, das sind wir dann eh gewohnt aus der Kindheit, dass wir unsere Grenzen überschreiten. Und in dem Fall könnte man dann sagen, in meinem Kopf ist der Gedanke, dass ich jetzt nichts von mir sagen möchte. Oder in meinem Kopf ist der Gedanke, dass ehrliches Mitteilen komisch ist. Alles, was auftaucht an Gedanken, wird mitgeteilt. Und noch einmal, es wird mitgeteilt in einem sicheren Rahmen, weil es darum geht, dass unsere Nervensysteme Sicherheit brauchen, um sich mitzuteilen. Und deswegen wird es so in lokalen Gruppen geübt. Es entstehen immer mehr und mehr auf der ganzen Welt solche lokalen Gruppen von 2, 4, 5, 6 Menschen, die das wieder üben. Und was passiert da? Indem wir das machen, uns ehrlich mitteilen, kommt in unserem Nervensystem etwas zur Ruhe, das seit der Kindheit dysreguliert ist. Und es kommt deswegen zur Ruhe, weil wir das durch diese Satzanfänge
mit Abstand kommunizieren. Denn dann lösen wir uns von dem Inhalt, der da ist, weil wir realisieren, dass wir das nicht sind. Und dieses Lösen vom Inhalt, das ist so machtvoll. Das hat das Potenzial, dass es die Gesellschaft wandelt. Es ist uns nicht, glaube ich, nicht ganz klar, was da passieren kann in diesem Prozess. Und was ich vorher noch vergessen habe, vielleicht jetzt dazu, in diesem Prozess, wenn einer spricht, das Zuhören der anderen ist so wichtig. Das bedeutet, dass die Teilnehmer, die zuschauen, mit ihrer ganzen Aufmerksamkeit sind bei dem, der spricht. Und dann beginnt da etwas, einen Energiefluss in Bewegung zu bringen, was ich ja seit der Kindheit in mir festgehalten habe. Das beginnt zu fließen und dann passiert Transformation durch das Gehörtwerden. Weil das ist in der Kindheit auch nie möglich gewesen, darüber zu reden. Das Kind sieht immer nur die Handlung. Wie geht's euch damit? Kann man das nachvollziehen? Ja. Wie kann das jetzt gehen? Jemand, der das Gefühl hat, ich möchte das ausprobieren, einfach mal machen. Der schaut, dass er vielleicht eine Räumlichkeiten zur Verfügung hat. In der Partnerschaft wäre das natürlich die beste Möglichkeit, weil es auch den sicheren Rahmen bietet, sich auszutauschen, sich alles mitzuteilen, was da ist und damit in die Tiefe zu gehen. Wenn man lokale Gruppen gründet, dann gibt es meistens einen Gruppenleiter und das macht Sinn, der dafür sorgt, dass es eine Räumlichkeit gibt, der das ausschreibt, der sich darum kümmert, dass das einmal, zum Beispiel einmal in der Woche stattfindet. Dennoch ist es wichtig, dass jeder weiß, er ist für sich selbst verantwortlich. Jeder sagt das, was er mitteilen kann. Und so beginnen wir eigentlich ziemlich weit draußen an der Peripherie, denn was wir, die das schon kennen, was auch ich gemerkt habe, man fängt einmal an und teilt seine Körperzustände mit und was der Verstand dazu denkt. Und ganz lange kreisen wir da drum herum, bis wir dann langsam mehr und mehr dahin kommen auf diese Ebene, was eigentlich an Gefühlen alles da ist. Und dann versuchen wir wieder Worte zu finden. Was ist denn das eigentlich, was da auftaucht? Ja, und so wäre es schön, wenn man einfach das mal eine längere Zeit macht und schaut, wie wirkt es. Weil was sich verändern wird, das ist nicht auf dieser Ebene. Der kriegt es zum Teil gar nicht mit, sondern es ändert sich auf unserer Beziehungsebene etwas. Und da kommt eben was zur Ruhe, das seit der Kindheit am Brodeln ist. Und dann ist der Körper in einer Art Sicherheit und das wäre unser normaler Zustand. Und in dieser Sicherheit ist die Freude und der Antrieb ganz automatisch da. Ich würde euch gern zum Abschluss noch mal kurz das vormachen. Wie ehrliches Mitteilen so ausschauen kann, sodass ihr ein bisschen so ein Gespür oder so mitkriegt, wie das tut. Ich spüre gerade eine leichte Aufregung. Ich fühle Freude. Mein Kopf denkt schön, dass
ihr da seid und euch das anhört. Ich spüre jetzt das Durchatmen. Mein Kopf denkt, dass er jetzt ein Gefühl noch sagen sollte. Ja, das ist so ein kurzer Einblick, wie das ist, aber vielleicht merkt ihr gerade, dass das Zuhören ganz anders wird, weil euch das oder der Körper sich für das viel mehr interessiert, als für die Geschichten, die wir uns ständig erzählen. Also eure Aufmerksamkeit ist ganz eine andere und dann wird da was, die Qualität im Raum, die verändert sich komplett. Und das ist deswegen so, weil wir die ganze Energie in die Geschichte lenken und wir wollen ja auch auf eine Art und Weise, dass uns die anderen über die Geschichte zuhören, damit wir darunter nicht gesehen werden. Und dann geht die ganze Energie in die Geschichte und die verpufft dann irgendwie und es fehlt uns ja dann. Aber was wir brauchen würden, was unsere Körper brauchen würden, ist dieser Austausch, dieser vollständige Austausch inklusive der Grenzen auf dieser Ebene. Und damit wir das wieder machen können und wieder miteinander in Verbindung gehen, gibt es diesen Gruppenprozess. Und der steht so schön aufgeschrieben in diesem Buch von Gopal Norbert Klein. Und ich habe ein paar Bücher mit, wer sich das anschauen mag. Ich habe auch Broschüren mit, also das ist ein wunderschöner Leitfaden zum ehrlichen Mitteilen, die ihr gerne mitnehmen könnt und das in Ruhe zu Hause durchlesen könnt. Ja, damit danke ich euch für die Aufmerksamkeit. Es war so ein kurzer Einblick. Wir haben unten noch einen Stand. Ja, im Erdgeschoss ist der Stand. Da könnt ihr gerne noch vorbeischauen, mit uns in Austausch gehen. Der ist im Erdgeschoss auf der linken Seite, neben den Verköstigungen. In der Halle 3, danke, genau. Ja, damit räumen wir die Bühne für die Nächsten, es geht schon weiter. Dankeschön.